freue mich sehr, dass Sie zusammen heute hier sind und dann auch noch an so einem besonderen Tag. Ich meine, wir fangen die so anspruchsvolle Sendung 3 nach 9 mit dem Philosophischen an. Wie sind Sie denn am Valentinstag erfreut worden? Oh, das darf ich gar nicht erzählen. Warum nicht? Weil Heiner nichts von Valentinstag hält. Das sind so Konsumtage. Ich sage immer, wir haben 365 Tage im Jahr Valentinstag. Mmh. 365. Ja. Merken Sie denn von den 365 Tagen was? Die Hälfte davon vielleicht. Naja, aber so eine hohe Quote, muss ich sagen. Ist ja immer schon, ne? Ja. Sie haben ja auch mal gesagt, was ich wirklich erstaunlich finde, dass Sie, obwohl Sie seit 20 Jahren zusammen sind, ihm ausgesprochen gerne zuhören. Ja. Ist das immer noch so? Wie macht man das? Ich kenne nur Partner, die die Augen verdrehen, wenn der andere anfängt, auszuholen. Ehrlich? Ja. Weil man die Geschichten schon so oft gehört hat. Beim Heiner ist es wirklich so, dass ich... Schlechtes Gedächtnis hilft natürlich auch. Was war das? Ein schlechtes Gedächtnis hilft. Mein Gedächtnis funktioniert, glaube ich, ganz gut. Du hast so viel erlebt in deinem Leben. Ich glaube, du könntest mir noch 20 Jahre was Neues erzählen. Das ist wirklich so. Das wäre der Plan, ja. Heiner, jetzt mach dich doch mal locker. Die ganze Zeit sitzt du hier. Ja, also das ist ja ganz schlecht. Psychologisch. Ne? So ist auch kann schlecht. Wie darf man nicht sitzen? Kann man, wie du willst. Ist es so ist es. Ja. Das ist zu Hause aber auch immer so. Ja. Das ist so. Steht da so unter Druck? Das ist so seine Haltung. Ja, Druckhaltung. Ja. Wenn er sagt, die Hälfte der Jahre ist Valentinstag für Sie, weil Sie so nette Sachen gehört, gab es auch schon mal Geschenke, die Sie furchtbar fanden? Viele. Ja? Ja, also gerade Weihnachten hat er mir schon oft was geschenkt, was mir nicht so gefallen hat. Und ich habe es trotzdem behalten, einfach weil er sich so viel Mühe gemacht hat. Und es waren Ketten, wunderschöne Ketten, die ich immer wieder dann verändert habe. Aber die wurden eigentlich nicht schöner. Aber der Gedanke, der zählt. Ja, und der macht sich dann, ab und zu macht er sich doch Gedanken. Mhm. Mimi Fiedler ist ja jetzt frisch verheiratet und hat quasi ihren ersten Valentinstag mit diesem Mann an ihrer Seite jetzt verbracht, in verheirateter Form. Nein, hat er schon nachgelassen? Nein, das ist der zweite Valentinstag in verheirateter Form. Wir haben 2019 im Januar geheiratet. Oh, dann kann man ja schon richtig jetzt eine Prognose geben. Ja. Mit zwei Valentinstagen lässt er langsam nach? Überhaupt nicht. Also mein Mann ist ein totaler Romantiker, der findet Valentinstag super. Wir sind aber heute an verschiedenen Orten gewesen. Ich habe eine Valentinstag-Sprachnachricht bekommen. Auf Bayerisch. Auf Bayerisch? Ja, no. Auf Bayer. Ich mag die, oder was? Ja, Moment, ich muss das ein bisschen gerade rücken. Ich bin auch romantisch. Also dieser Valentinstag, als ich jung war, gab es den bei uns gar nicht. Das ist aus Amerika rübergeschwappt und es hat natürlich die Konsumwelt freut sich, weil wieder eingekauft wird. Und deswegen habe ich so eine leichte Aversion dagegen. Das ist eine amerikanische Erfindung, die bei uns dann irgendwie Fuß gefasst hat. Und ich finde wirklich, also grundsätzlich, das sagt natürlich jeder, der zu Weihnachten nichts kaufen will, ich finde, das an Daten festzumachen, etwas jemandem zu schenken, fand ich immer schon blöd irgendwie. Aber da muss ich ihm schon ein bisschen Recht geben. Ich finde diesen Konsum auch an Weihnachten eigentlich fast unerträglich, dass man sich 100 Geschenke pro Person schenken muss. Ja, ich kriege nichts. Ja. Das stimmt auch wiederum. Ich habe ja auch nur, was heißt nur, ich habe eine Sprachnachricht geschenkt bekommen. Es war ja auch kein Geschenk in dem Sinne. Eine bayerische, die war dann auch noch zusätzlich verschlüsselt. Absolut. Super. Ich habe bis jetzt nicht ganz verstanden, was man sagen soll. Es muss ja auch nichts mit Geld zu tun haben. Ja. Dirk Steffen zum Beispiel, du bist ja so viel unterwegs mit den ganzen Expeditionen überall auf der Welt. Was ist das Ungewöhnlichste, was du deiner Frau jemals mitgebracht hast? Oder bringst du grundsätzlich nichts mit? Doch, ich bringe von jeder Reise was mit, aber es sind so Kleinigkeiten. Stachel von einem Stachelschwein. Ach so. Oder normal halt. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Ja, irgendwie Fossilien. So, die liegen da bei uns in der Wohnung rum, bis sie irgendwie verschwinden. Ja. Wie reagiert deine Frau, wenn sie so einen Stachel vom Stachelschwein sehr, kriegt? Hoffe ich sehr. Ja? Und heute zum Valentinstag? Wir sind gemeinsam im Blumengeschäft gewesen heute. Und sie durfte sich den Strauß selbst aussuchen? So, ja, genau. Jetzt wohnen wir in einem Haus. Das kann auch das Geheimnis einer glücklichen Ehe sein. Ja, alles klar. Alles klar. Es heißt, dass, das hat jedenfalls Heiner in einem Podcast erzählt, es einen ganz bestimmten Klingelton gibt, wenn sie sich bei ihm melden. Ach. Ist Ihnen das bekannt?
Wollen wir mal ganz kurz reinhören? Wir haben nämlich... Das ist... Das wird geführt unter Rottweiler. Ist das ein Gerücht oder stimmt das wirklich? Ich lache darüber. Also ich weiß ja, wie es Heiner meint. Das stimmt also wirklich? Das stimmt wirklich, ja. Ja, es ist für mich aber auch ein absolutes, wenn ich sage, ich schon mal, meine Frau macht ja das Management, Victoria, und wenn ich sage, wenn das jetzt nicht klappt, dann lasse ich meinen Rottweiler von alleine, ist bei mir ein absolut, das ist positiv. Wenn ich meine Frau als Pudel bezeichnen würde, das wäre ein Schimpfwort für mich, in meinen Augen. Rottweiler ist für mich etwas, die ist stark, die ist durchsetzungskräftig, das meine ich damit. Kommt vielleicht nicht überall so an, aber das ist mir dann auch wurscht. Das heißt, Sie sind dafür verantwortlich, wie oft der außer Haus ist, der Heiner? Der dreht ja ziemlich viel. Ich muss da vorsichtig sein. Ja, der dreht viel. Aber letztendlich, Heiner entscheidet noch alles selber. Ehrlich? Noch. Hatten Sie das Bedürfnis, das jetzt klarzustellen? Ja, es hat sich jetzt gerade so angehört, als würde ich alles bestimmen. Ist aber nicht. Ja, das klang ja, er wollte auch, er wollte in China rein. Ja, was von der Vormundschaft. Ja, so ein bisschen so. Patientenverfügung kam gerade der Einwurf. Ja. Noch viel selber, finde ich auch gut. Das ist beim Management so. Man wird dann schon mal nett gefragt, aber man wird auch oft zu seinem Glück gezwungen. Das ist auch richtig. Ja. Wenn es nach mir ginge, ich würde immer noch für 100 Euro Baumärkte öffnen. Also nicht, dass ein Baumarkt mal gefragt hätte oder was, aber ich hätte es gemacht. Und das ist, wenn man kein gutes Management hat, dann... Danke. Fertig, dann ist vorbei. Wenn man dann noch eigentlich verheiratet bevor ist mit angefangen hat. Management, das ist doch Jackpot. Ja. Absolut. Aber wie lernt man das, Managerin zu werden? Du, mit den letzten, also ich meine, wie lange mache ich das jetzt? 15 Jahre so beim Management? Dann 20 Jahre kennt ihr euch? Genau. Es war eigentlich ziemlich organisch, wenn ich das mal einwerfen darf. Und zwar, ich hatte eine Managerin vorher und dann haben die aber immer die Victoria angerufen, weil sie bei der nicht so schnell rumkam. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das kannst du gleich selber machen. Genau. Okay. Und dann haben die festgestellt, die Leute, dass sie natürlich bei ihr an der kürzesten Adresse sind. Ne? Das geht unmittelbares Feedback genau. bekommen und so. Deswegen hat sie da auch sehr gute Karten bei den Leuten, mit denen sie da kommunizieren muss. Ja, und mittlerweile kenne ich natürlich Heiner sehr gut und weiß, was er gerne macht und was nicht. Deshalb kann ich auch ganz schnell ohne ihn zu fragen, auch die Dinge beantworten und entscheiden, geht er zu der Talkshow zum Beispiel oder geht er nicht? Wir verdanken ja, habe ich gehört, als Gerücht, die Tatsache, dass Sie heute hier sind, worüber wir uns wahnsinnig freuen, der Tatsache, dass Sie gedacht haben, ich sei Markus Lanz. Stimmt das? Nein. Geht als Gerücht. Ich habe beim Vorgespräch lange gebraucht, um zu verstehen. Heiner dachte, er gibt es beim Vorgespräch. Weil wir hatten zwei Vorgespräche in zwei Tagen, glaube ich. Und dann hatte ich das verwechselt. Und dann habe ich gesagt, was sind denn da für Leute? Und dann sagten sie, die Leute, und das hört gar nicht auf. Sag, wie viele Leute sind denn da? Ja, 8. Da sage ich, wo haben Sie mich denn da rein? In welchen Lumpensammler haben Sie mich denn da rein? Weil ich weiß, dass bei denen immer... Meinten Sie Lanz oder Unabhängig? Nein, ich dachte eben, ich wäre bei Lanz. Und da sind normalerweise 3, maximal 4 Gäste. Das spricht auf einmal von 8 Gästen. So, das war das. Ja. Aber die hatte ich nicht mit dem Markus verwechselt. Kriegen Sie denn Prozente, wenn Sie also handeln für ihn? Ja. Okay. Ich komme ja aus dem Libanon, da ist es ganz normal, dass man verhandelt. Da muss man sich nicht schämen. Was gar nicht so viele wissen, sind im Alter von 4 Jahren mit Ihrer Mama nach Deutschland gekommen. Haben Sie dann noch Verbindungen aufrechterhalten zu Ihrem Heimatland oder Geburtsland? Wenig. Mein Vater ist ja vor 2 Jahren verstorben und von dem her war ich jetzt auch schon lange nicht mehr im Libanon und versuche jedes Jahr den Heiner zu überzeugen, komm, lass uns doch mal in den Libanon gemeinsam fahren. Und es ist ja so ein wunderschönes Land, aber bis heute konnte ich ihn noch nicht überzeugen. Golfplätze. Nein, es hat auch selbst nichts mit Krisengebieten zu tun, sondern es ist schlicht und ergreifend, es ist Selbstschutz. Man muss dazu wissen, dass der halbe Libanon miteinander verwandt ist. Das ist ja ein ziemlich kleines Land. Dementsprechend viele Onkel, Tanten und Cousinen hat sie. Und die warten alle schon darauf. Die Hälfte von denen war bei uns bei der Hochzeit und warten darauf, dass ich einmal in dieses Land komme. Ich muss überall essen. Bei allen muss ich permanent essen. Die essen ja so gerne. Ne? Die kochen ja auch toll. Und du musst überall, kriegst du solche. Aber das ist so ein tolles Essen und du wirst es wirklich lieben. Ja, wenn ich mal da bin, dann. Ich würde sofort mitfahren. Also,
sofort. sonst also fragen Sie mich, ja? Also. Ja, ja. Manni, du kannst doch jetzt nicht Sie anbaggern, wenn er da nicht. Ich hab doch, das war doch kein Anbaggern. Das war kein Anbaggern. Das war Interesse. Das war geopolitisches Interesse am Libanon. Das sind die italienischen Wurzeln. Wenn du irgendwie in den Libanon fährst, dann mit mir, ist das klar ist, ja? Sind Sie Bürgerkriegsflüchtling gewesen? Mhm. Das setzte Mitte der 70er Jahre, begann das. Mhm. Und Sie sind einfach weggefahren und... Mein Onkel, der ist Priester und der hatte damals in Deutschland studiert und wollte uns einfach aus dem Krisengebiet holen und... Ja, wir sind nach Deutschland, wollten eigentlich nur ein paar Wochen hier bleiben und bin noch immer hier. Mhm. Empfinden Sie Deutschland inzwischen als mein einmal Frage mein auch, Heimatland. Weil wir Wladimir Klitschko hier haben, der mal gesagt hat, wir sind die Adoptivkinder von Deutschland. Sind Sie auch, oder? Ja. Ich habe nur wiedergegeben, was Sie mal gesagt haben. Und Deutschland oder Bayern? Ich glaube, ich spreche auch ein bisschen bayerisch, ne? Dieses rollende R. Ganz sicher, ja. Ja. Bayerisch. 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 Und Sie haben zusammen jetzt ein Unternehmen gegründet. Genau. Meet Your Master heißt es. Das sind, wie soll man sagen, Lehrkurse. Videokurse, Online-Videokurse. Wo man auf verschiedenen Gebieten, wenn man Schriftsteller werden möchte, wenn man Schauspieler werden möchte, wenn man Filmproduzent werden möchte, die Besten in der Branche. Genau. Bekommen, geben ihr Wissen weiter. Heiner macht auch mit? Der macht sehr viel mit, ja. Und haben Sie das Gefühl, dass den Leuten, die jetzt diesen Traum, so viel, sind ja lauter Traumberufe, ja? Was können die da mitnehmen aus solchen... Viel. Was denn? Also bei jedem Kurs, jeder Kurs, sagen wir, ist eine Relevanz fürs Leben. Mhm. Und jeder, der den anguckt, selbst wenn man jetzt kein Schauspieler werden möchte, kann man sich ganz viel von den Leuten einfach abschauen. Man ist danach einfach motiviert, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und ich bin immer gut drauf, wenn ich die mir angucke. Sehr unglaublich aufwendig gemacht. Ja. Waren Sie schöne Bilder? Macht auch wahnsinnig viel Spaß, die anzuschauen. Zwischenfrage, wie lange dauert ein Kurs? Also sind das dann mehrere Teile? Bis zu 8 Stunden. 9 Stunden manchmal sogar. Ja. Wieso habe ich davon noch nichts gehört? Das ist super geil. Das ist ganz neu. 25 Kapitel. Ja. Also so ein bisschen YouTube für Erwachsene. Und dann ja. In dem Bereich auch... Aber 8 Stunden ist für YouTube schon ziemlich lange, ja? Ja, ja. Es hat auch eine Spielfilmqualität, haben die Filme. Ja. Und sie haben, wir legen natürlich den Hauptfokus auf den Inhalt. Es geht also weniger um die Protagonisten. Also wir haben jetzt Jonas Kaufmann zum Beispiel als Opernsänger. Mhm. Aber es geht nicht um den Jonas, sondern es geht um den Gesang. Ja, und alles, was damit zu tun hat. Natürlich interpretierst du das als Akteur oft mit dir und mit deinem Werdegang. Das ist klar, dass es dann immer wieder mit dir zu tun hat. Aber eigentlich geht es um die Sache mehr, ja, das zu lernen. Und wir werden, wo du gerade sagst, es sind natürlich sehr spezielle Gebiete im Moment noch, aber wir arbeiten gerade an der Speerspitze, an der Spitze des Eisbergs sozusagen und wollen uns, die Vision ist, langfristig sehr breit aufstellen. Heiner, wenn du dich entscheiden müsstest, zu sagen, wer war der wichtigste Lehrmeister in deinem Leben? Wer würde dir einfallen als erstes? Herr Goldberg, der war mein Lehrer auf dem Internat, wo ich war, als ich 11 Jahre alt war. Der einzige Lehrer, mit dem ich mich verstanden habe, der war ein Theaterfan, hat seine Theaterstücke selber geschrieben und inszeniert an der Schule. Und da habe ich dann mit ihm gespielt. Hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass ich das einigermaßen gut konnte und habe dann die ganzen Hauptrollen immer gespielt und habe dann einen Preis bekommen, der erste und einzige Preis, den ich jemals in der Schule bekommen habe, für besondere Leistungen im Einspiel. Und ja, man, ich... Geweckt, der hat die Schauspielerei in dir geweckt? Ja, die war wohl schon drin, aber der hat das zum ersten Mal, dieses kleine Flämmchen zum Lodern gebracht. Schön. Und man stellt sich ja oft die Frage, jeder im Leben, ne, was wäre eigentlich gewesen, wenn das nicht passiert wäre damals oder so. Und das kann schon sein, dass der Wegbegleiter war für meinen... Bei mir war es auch ein Lehrer, Mathelehrer, ja? Auch noch, obwohl ich in Mathe schlecht war. Ja. Der dich zum Journalismus gebracht hat? Ja, unglaublich. Ja. War die, Victoria, war Ihnen diese Geschichte neu oder kannten Sie die schon? Die kannte ich schon. Aber die ist sehr schön. Mehrmals erzählt, wie gesagt, Heiner erzählt ja unglaublich viel.
Ganz was Neues. Okay, nein, aber die Geschichte hast du mit den erzählen. Kindern auch. Ja, der kann einfach schön erzählen. Wann sie schön erzählen. Ja, das kannst du. Okay. Was sagst du? Ich finde euch so gut. Sehr gute Chemie, macht Spaß. Super, von es macht einfach Spaß. Ja. Anna, wir müssen jetzt noch ganz kurz über einen Film reden, in den Sie ihn reingetrieben haben, weil Sie sind ja seine Managerin. Der heißt Enkel für Anfänger. Seit 9 Tagen läuft er im Kino, wie auf Bestellung, denn vor kurzem bist du Großvater geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gerne hörst oder nicht. Ja, ich habe nichts dagegen. Ich werde jetzt fast aber ausschließlich darauf angesprochen. Das ist dann irgendwann lässt das wieder nach. Magst du selber kurz erzählen, worum es in dem Film geht? Dann machen wir uns einen Abschnitt. Ja, das, wie der Titel schon sagt, es handelt von 3 alten Menschen, die Marin Kreumann, die Barbara Sukowa und ich, die sich als Leihopas bzw. Leihomas verdingen. Sie kann man buchen, ja, ja. Und das ist, also ich bin ein homosexueller Misanthrop, dessen Mann gestorben ist, der Hund ist auch noch gestorben. Er hasst eigentlich alle Leute, Kinder mag er sowieso nicht. Und der kriegt dann so ein unglaublich entzückendes Kind dann dahin. Und wie das so ist, kleine Lord-Prinzip, dieser Junge bricht ihn, in Anführungszeichen. Und ja, das ist so die Geschichte. Kleine Darbietung, wie gut Heiner Lauterbach erzählen kann. Und wir schauen uns einen kleinen Ausschnitt an. Okay. Heiner, gibt es ein Gericht, das du mit deiner Kindheit in besonderer Weise verbindest? Zum Essen, ein Gericht? Ja. Ich dachte, du meinst das andere Gericht mit der Jugend. Du hattest ab und zu Ärger, oder? Auch darüber können wir reden. Bist du heute mal von der Schule geflogen? Wie oft? Ja. Das hat er gar nicht gefragt. Aber ich bin schnell. Ich weiß nur, ich war in 6 Schulen und das bis 14 Jahre. Also das hat eine Fluktuation hat da stattgefunden. Gericht würde ich sagen, Pellkartoffeln mit Quark. Ja. Das mit Hering hat meine Mutter immer toll gemacht. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt Pannen bei Talkshows, die man nicht beheben kann. Wir waren von einem anderen Treffer ausgegangen. Und den zeigen wir jetzt einfach mal. Schauen Sie mal. Fällt Ihnen dazu was ein? Waldmeister Wackelpudding. Klingelt es da ein bisschen? Ich wusste das gar nicht. Waldmeister Wackelpudding, ja, das habe ich von meinem Opa immer bekommen. Oma. Mhm. Ja, also das war nicht erfunden. Das war, war eine der Geschichten, die er zwischendurch wieder vergessen hat. Ja. Ja, ja, ja. Bitte schön, bedienen Sie sich. Vielen Dank. Wie war es denn bei den Großeltern? Bei den Großeltern? Ja. Bei meinen? Ja, waren die wichtig für dich? Ja, ich finde das grundsätzlich eine sehr wichtige Institution im Rahmen eines Familienverbundes, finde ich, die Großeltern. Das ist ja das Schöne, dass man als Eltern verkehrt man permanent mit Familienmitgliedern, die man mit kleinen Kindern, die man erziehen muss. Und das ist ja eine Ambivalenz, die furchtbar ist. Auf der einen Seite musst du streng sein, auf der anderen Seite gönnst du ihnen natürlich alles. Und das ist natürlich, wenn man Großvater ist, hat man dieses Problem nicht. Und das wissen auch die Eltern. Also mein Sohn weiß, dass ich seinen Enkel verziehen werde. Ne, der darf alles. Und der hat dann, der guckt da blöd aus der Wäsche, wenn der nach Hause wiederkommt und verzogen ist. Aber das ist das Schöne, dass es neben diesen strengen Eltern eben diesen Anker gibt von Großeltern, wo man alles darf, ne, wo du verwöhnt wirst und so. Das ist, finde ich, hat die Evolution und die Menschheit, die haben das ganz gut eingerichtet. Jetzt muss ich aber sagen, seien die Kinder verwöhnt da jetzt auch. Ja, das sind ja auch ihre Kinder, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder unsere Kinder, ja. Ist da genauso. Ja schon, nur man hat halt immer die Krux, dass man sie gleichzeitig, dass man schon eine gewisse Konsequenz zumindest an den Tag legen muss. Ne? Ja. Victoria, weil Sie sich so viel erzählen, wenn er aus seiner Kindheit berichtet und Sie an Ihre eigene zurückdenken, was glauben Sie, war für Sie ist der größte Unterschied in dem, was Sie erfahren haben? Oh. Wenn Sie denken würden, Mensch, das ist genau das, was ich nie hatte oder etwas, was ich in besonderem Maße hatte, was er nicht verstehen kann. Also ich bin größtenteils in einem Kinderheim aufgewachsen. Das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Also wie ich Heiners Biografie das erste Mal gelesen habe, habe ich echt das Gefühl gehabt, ich habe nichts in meinem Leben erlebt. Also
Weißt du noch, wie ich dann nachts immer gelesen habe, habe ich dich immer angestoßen und gesagt, Mensch, Heiner. Als sie bei den Frauengeschichten ankam, habe ich immer in die Rippen gekriegt. Also, ja, also, wie gesagt, also, das, ich habe im Gegensatz zu Heiner wenig erlebt. Ja. Viktoria, darf ich Sie denn fragen, warum Sie im Kinderheim waren? Ja, ganz einfach, weil, habe ich ja vorhin schon erzählt, mein Onkel hat uns während des Bürgerkriegs nach Deutschland gebracht und er war Priester und hatte so den Bezug zu diesem Kinderheim, zu den Nonnen und wollte uns dort kurz unterbringen. Meine Mutter war 27, sehr jung noch und konnte kein Deutsch. Und ja, so kamen wir erst mal dorthin, haben erst die ersten paar Jahre dort gelebt. Und nachdem meine Mutter auch dann eine Arbeit hatte und die deutsche Sprache beherrscht hat, sind wir dann auch weggezogen. Und ja, so kam das. Wann sind Sie raus aus dem Kinderheim? Uff. Jetzt weiß ich gar nicht, wie alt war ich da, so nach 5, 6 Jahren so. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir das erzählt haben und dass Sie beide hier sind. Und lassen Sie es schmecken.